und die Grünen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, herzlich willkommen zu 60 Minuten Verbraucherschutz in Deutschland. Landwirtschaftssender Nummer 1. Vielen Dank. So. Meine Damen und Herren, unser Kanzler heute, Titelseite Bild, Schröder, der Frauenminister. Sie wissen, er hat ein bisschen poliert das Ganze im Jahresbeginn. Den einen oder anderen Minister ersetzt, Ministerin, das eine oder andere Ministerium ein bisschen umbenannt. Und jetzt hat man 6 Ministerinnen. Das ist eine tolle Sache. Frauen im Kabinett auf dem Vormarsch. Schröder, der Frauenminister. Und er bevorzugt im Grunde Frauen als Ministerin. Denn wenn es schief geht, im Grunde von Frauen trennt er sich halt leichter. Alias! Ja. Unser Bundeskabinett, ich sage es nochmal, 6 Frauen und 9 Männer. Das heißt, es sieht dort schon fast ein bisschen aus wie in der Redaktion von Emma. Ja, Alice Schwarzer, wirklich wahr. Renate Künast ist unsere neue Verbraucherschutz- und Gummiwurst-Ministerin in Zusammenarbeit mit den Kunden. So heißt das Ministerium jetzt, glaube ich. Und sie will sie jetzt massiv einarbeiten. Und sie möchte natürlich als Grüne, geht man anders ran. Das ist Schluss mit Lobbyismus für die Landwirtschaft. Sondern sie möchte zunächst mal die BSE-Problematik aus Sicht der Kühe hören. Verstehe. Sie ist ja Juristin aus Berlin und sie muss sich ein bisschen einarbeiten in die Materie Landwirtschaft. Sie muss erst mal sagen, okay, wie heißt das alles? Die Tiere mit dem Ringelschwanz, Schweine. So, die Tiere mit dem Euter, Kühe. Ja. Und diese Dicken mit dem dicken Bauch und den roten Gesichtern, jawohl, EU-Funktionäre. Heute Abend Festprogramm. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, eine liebe, enge Freundin und von mir eine großartige Schauspielerin. Heute Abend bei uns Veronika Ferres! Und ein zweiter Gast. Großartiger Publikumsliebling, mein zweiter Gast, der hat den 2. Platz gewonnen bei Big Brother, und wir haben oft und gerne von ihm gesprochen. Heute Abend ist er hier mit neuer Lederhose und Wandergitarre. Harry! Und eine interessante Studie für mich als Katholik und Vatikanverehrer. Die Universität Landau hat herausgefunden, wir Katholiken sind in puncto Sex nicht brüder als die Protestanten. Hat man uns oft gesagt, dass wir beklemmt sein und so weiter. Nein, katholische Vorschriften haben in puncto Sexualität keine Auswirkungen in Sachen Prüderie oder Verklemmtheit. Das ist ja für uns Katholiken überhaupt oft das Problem. Ja, dass wir sagen, okay, der Geist ist willig, aber dann ist wieder Weihnachtsfeier bei den Bayern. Das ist ein sehr interessantes Thema, kulturhistorisch, ja? Sexualität und Religionszugehörigkeit. Ich habe mir oft gefragt, zum Beispiel, die Zeugen Jehovas, nehmen die wenigstens beim Sex den Wachturm runter? Boris Becker. Boris Becker und seine Gattin Barbara haben sich außergerichtlich geeinigt, und zwar Bobs zahlt an Babs umgerechnet für jeden Tag Ehe 6.000 DM oder 4 Euro, macht 15 Mio für 7 Jahre. Vergleichen Sie selbst, meine Lieben zu Hause, die sich hassen, aber kein Geld haben für die Scheidung. 15 Millionen Mark für 7 Jahre. Man kann da schon mal den Überblick verlieren in diesem unschönen Rosenkrieg, unter dem wir alle so leiden. Wir haben für Sie noch mal die Stationen dieses Dramas zusammengefasst. Ja,
Boris Becker ist alt geworden. Sehr alt sogar. Die letzten Wochen haben ihn gezeichnet. Sorgenfalten haben sich tief in sein Gesicht geschrieben. Boris sieht so schlecht aus, immer öfter wird er mit Martina Navratilova verwechselt. Wir zeigen, wie es dazu kommen konnte. Der 5. Dezember 2000. Boris und Barbara Becker geben ihre Trennung bekannt. Die Boulevardpresse hat schnell einen Schuldigen gefunden. Boris soll mit Sabrina Setlur. Naja, auch der Name Tschernojobatai fällt irgendwo. Barbara Becker verzieht sich nach Florida. Sie will sich zu einer selbstständigen Frau entwickeln und nimmt unter dem Pseudonym Milli Vanilli eine Platte auf. Boris will sie sehen, sie lässt ihn aber nicht rein. Dumm gelaufen. Zurück nach Deutschland. Barbara Becker verklagt ihren Mann und für Boris beginnt eine Odyssee durch die juristischen Instanzen. Die erste Gerichtsverhandlung. Becker ist gut drauf und macht gleich mit dem Richter auf gut Kumpel. Ein böser Fehler. Als er den Richter auch noch mit seinem Spitznamen Skip anredet, wird er des Saales verwiesen und muss zurück nach Deutschland. Dort wartet auf Becker schon ein anderer Prozess. Ärger mit dem Nachbarn. Wieder muss sich Becker erklären. Becker, Sie sollen Ihrem Nachbarn die Zweige an seinem Kirschbaum abgeschnitten haben. Das ist ja mal ein dicker Hund. Stimmt das so? Nein. Der Streit um den Kirschbaum läuft noch. Da wird Becker zurück in die USA zitiert. Barbara will die grüne Gummiente aus dem Bad behalten. Und da es in den USA Anwälte für jedes Spezialgebiet gibt, hat sich Babs den besten und härtesten Gummientenanwalt geholt, den es für Geld gibt. Sie, Herr Becker, Sie wollen Ihrer Frau die kleine grüne Gummiente abnehmen. Stimmt das, Herr Becker? Ist das die Wahrheit? Nein. Jetzt geben Sie schon zu, Sie wollen Ihre Frau fertig machen. Sie sollen mal sehen, wie das ist, so ohne Gummiente. Stimmt doch, oder? Ich mach Sie fertig. So sieht's aus, Freundchen. Becker verlor nicht nur die Nerven, sondern auch die kleine grüne Gummiente. Doch man lässt ihn nicht in Ruhe. Wieder muss sich Becker vor Gericht verantworten. Während der US Open soll er die Linienrichterin geschwängert haben. Der Anwalt formuliert es so. Sie haben sie gerammelt, sie haben sie gefügelt, sie haben bei ihr ein Rohr verlegt. Sie haben sie gestopft wie eine Weihnachtsgans. Becker verliert den Prozess, dreht durch und flüchtet in einem weißen Jeep quer durch das ganze Land. Ein Glück, dass Barbara Becker Herz und Verstand zeigt. Für mickrige 300 Millionen putzt sie in Zukunft Beckers Wohnung in Miami und nimmt ihm auch noch das anstrengende Blagenhüten ab. Und mit so einer Lösung bleibt auch noch was übrig zum Golfspielen. Gut Holz, Boris. Ein wichtiger Tag heute in unseren Zeitungen in der deutschen Presse. Und die aktuellen Zeitungsausschnitte bringt uns der Bundesaußenminister. Herzlich willkommen, Joschka Fischer. Hat auch jeden Tag härter. Für uns war natürlich als Politmagazin, das wir sind, vergessen Sie das bitte nie, meine Damen und Herren, wir sind Deutschlands landwirtschaftlich fundiertes Politmagazin Nummer 1 hier im Kuschelsender. Und für uns war natürlich interessant, wie reagiert die Presse auf die Kabinetts. Umbildung kann man nicht sagen, aber auf den Neuanfang. Und ein interessanter Leitartikel heute in der Süddeutschen Zeitung von Heribert Prantl. Sagt man Heribert oder Heribert? Heribert. Heribert, man sagt Heribert Fassbinder, so leichtsinnig. Aber eigentlich müsste man mit zwei R schreiben, man schreibt es mit einem R, Heribert. Ich glaube, korrekt müsste auch heißen Heribert Fassbinder. Ja, also, was? Du, ja, sagst doch, du sagst doch, gib mir mal das Her und ich gebe mir mal das Herr. Ja, also, Heribert? Ja, man sagt Heribert, das hat sich auch eingebürgert, ja, genau, in den 60 Jahren, in der er seit er bei der ARD ist. Aber eigentlich muss es heißen Heribert. Dann sagt, gib mal her. Ein R hat ja dieselbe Wirkung wie Doppel-E. Es verlängert die Aussprache des Es. Heribert. Heribert Prantl, Heribert Prantl. Habe ich noch nie gehört. Das heißt auch das Her mit Doppel-E. Ich sagte gerade, dass ein R dieselbe Wirkung hat wie zwei E. Genau wie zum Beispiel in Soest. Das E nicht gesprochen wird, wie man in Süddeutschland sagt, Soest, sondern das E in Soest dient dazu, dass das O verlängert wird. Als ob noch ein H dahinter stünde. Aber es gibt doch die Stadt Herten. Die wird doch Herten und nicht Herten gesprochen. Im Dialekt. Aber eigentlich müsste man sagen, Herten. Herten macht was her. Heribert, wie auch immer, Prantl, schreibt, der Kanzler fängt immer wieder an. Und zwar ziemlich häufig, zum siebten Mal jetzt schon. Und er fängt an mit einem Zitat. Und das möchte ich wissen, ob du das kennst. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Von wem ist dieses Zitat? Ja, ich habe es auch gelesen. Ich hätte es nicht gewusst, Hesse.
Bist du ganz sicher? Ist das deine letzte Antwort? Ja. Hermann Hesse. Und Sie erinnern sich, wenn Sie uns regelmäßig sehen sollen, weil Sie nicht schlafen können oder weil Sie nachts viermal raus müssen, meine Damen und Herren. Oder weil Sie einfach glauben, es wäre schon wieder 11:30 Uhr morgens. Nein. Herr Andrak hat in diesem Studio vor einigen Wochen den Nobelpreisträger für Literatur aus meiner Heimat, geboren im Schwarzwald in Calw, Hermann Hesse, beleidigt. Ja. Wie hast du ihn genannt? Was ist das, was er schreibt? Ja, Mist, ich weiß nicht, was ich Nein, verschwitzte Pubertärliteratur. Ja. Ja? Herr Fjodor Iljoljowitsch Andrak beleidigt unsere deutschen Literaturnobelpreisträger, weil wir ja so viele haben. Ja? Kein Wunder, dass Hesse noch nie bei uns als Gast war. Und ja, diese Leute sind beleidigt. Die lassen sich doch nicht alles bieten. Und Heribert Prantl schreibt, dieses Gedicht, aus dem das zitiert ist, heißt Stufen. Und als Entschuldigung vor Hermann Hesse, vor den Erben und vor dem Surkamp Verlag, liest du jetzt dieses Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Wir haben es uns sofort besorgt, also wir haben uns gleich das Gedicht besorgt. Und Stufen, meine Damen und Herren, Stufen von Hermann Hesse, gelesen von Fjodor Iwanowitsch, der Spieler Andrak. Langsam, ja, mit Betonung, damit der Sinn rüberkommt. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist nicht von Brecht, ja? Das ist nicht so, neue inne und dann beschütze. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Weißt du, denk mal, wie Ralf Bauer es machen würde, mit Blackie auf Tournee. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Was ist das überhaupt für ein Rhythmus? Für ein Versmaß? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Hexameter, oder? Susanna? Ich muss es mal hören. Da. Hexameter ist 12, dann ist ein fünffüßiger Jambus. Alexandrina? Ja. Ist nicht am Metaxa? Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weich, blüht jede Lebensstufe. Ein fünfhebiger Jambus. Und wie nennt man das? Das weiß ich noch aus der Gedichtinterpretation. Ich habe es nie gemacht, Gedichtinterpretation. Zu schwierig, ja? Immer dieses Schwafelthema. Sollen Frauen putzen oder so? Oder so. Besinnungsaufsatz. Muss der Mann wirklich alles zahlen? Ja, so. Äußern Sie sich dazu, nehmen Sie Stellung und vergleichen Sie es mit Goethes Faust. Aber hier... Wie nennt man das? Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht. Wenn es in der nächsten Zeile noch weitergeht. Keine Ahnung. Zeilensprung. Fachausdruck. Und das hat mich schwer beeindruckt. Enjambement. Enjambement, der Zeilensprung. Mhm. Hm? Das war das Einzige. Ich habe es in jedem Gedicht vermutet, zwar nur ganz selten. Ja? Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, Enjambement. Herr Ober, ein Enjambement bitte. Ruhe, wir haben viel zu tun heute, Wir haben noch sehr viel zu tun. Wenn wir mit dem Gedicht fertig sind, kommt noch das Thema Hitler bei Big Brother. Ja, wirklich. Hier, Vorschlag in der Zeitung. Ruhe bitte. Manuel Gröntgens liest weiter. Zweite Strophe. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Das ist übrigens natürlich sehr, sehr politisch eigentlich. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Verstehst du? Von Ministerium zu Ministerium. An keinem wie an einer Heimat hängen. Mal Landwirtschaft, mal Umweltschutz. Doch überall derselbe Schmutz. So, es geht weiter. Der Weltgeist... Was willst du? Nee, wollte ich mal sagen. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Was? Doch, doch. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Und das sagt Heribert Prantl in diesem Artikel, warum man mich mit langem E spricht. Bei Hesse gehen die Stufen hoch, bei Schröder gehen sie runter. Mit Stufe um Stufe weiten. Weiter. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht es schlafen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lebender Gewöhnung sich ertragen. Ein bisschen ernsthaft. Ja, aber wenn du willst. Nee, es ist wie bei Weihnachtslieder singen. Wieder Christuskind. Weiter. Jetzt Todesstunde, ernsthaft. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde. Und ja, was gibt es denn da zu lachen bei Todesstunde? Ist das lustig, wenn ein Mensch stirbt? Nein. Es wird vielleicht auch noch die
uns neuen Räumen jung entgegen sind. Was heißt das? Interpretation. Das kann bedeuten, in dem Moment, wo man stirbt, kommt Bescheid, Sie kriegen eine größere Wohnung. Die ist Todesstunde, uns neuen Räumen jung entgegensenden. Verstehst du? Sie haben die Wohnung gekriegt. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Das ist ein Satz. Wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Das ist das Gedicht, was das Kabinett jetzt, glaube ich, jeden Morgen sich gegenseitig vorlesen wird. Denn jeden Tag verlässt ja einer neue Räume im Kabinett. Und Sie haben vorher ungläubig gelacht, als ich gesagt habe, Hitler in Big Brother. In derselben Zeitung heute im Feuilleton ein Freund von uns, ein enger Mitarbeiter von Sat.1, Alexander Kluge, meine Damen und Herren, der sonntags ab, glaube ich, 23.30 Uhr fantastische Programme hier in unserem Sender zeigt. Und Opern und Kunst und Geschichte. Und er sagt im Grunde, Big Brother, das ist die ganz große Kunst. Das ist 18. Jahrhundert, das ist 17. Jahrhundert. Das ist Corneille, der große französische Dichter. Und sofort sagt Herr Antrag, schauen Sie, wie er nickt. Er sagt, das ist richtig, denn Herr Antrag hat noch eine andere Kunsttheorie, die noch weitergeht. Von Corneille wohin? Von Corneille über die Nouvelle Vague in Frankreich der 50er und die Dogma-Filme der Dänen hin zu Big Brother, also dieses Reale. Wieso von Corneille zu Nouvelle Vague? Nö, das habe ich ja nie gesagt. Ich habe nur gesagt, ich fange bei der Nouvelle Vague an. Kluge fängt bei Corneille an. Ja, früher. Und, ja. Und Alexander Kluge sagt hier, das ist die große Kunst. Und er sagt hier, Zitat, wenn Sie sich vorstellen, wir würden in einem Container Darsteller haben, die Reichskanzlei 1939 spielen, und die Zuschauer dürfen jetzt den einen oder anderen Teilnehmer rauswählen oder Hitler krebskrank machen, dann könnte ein anderer Ausgang der Geschichte möglich sein. Und dann würde ich so in einem Schauspiel gerne zusehen, einem fiktionalen Stück, aber interaktiv. Das ist doch mal eine Idee. Das muss ich Sat.1 sichern, die Rechte. Reichskanzlei Big Brother. Mit Schauspielern, die das Personal spielen. Du bist nominiert. Wirklich? Ich geh mal raus, Holzhacken. Wie sieht denn mein Leintuch schon wieder aus? Mit Schauspieler gespielt, ja. Wer ist da, wer muss da noch drin sein? 39? Goebbels? Goebbels. Göring? Ja. Eva Braun? Mhm. Weiber müssen rein. Nee, kommerzielle Gründe, das weiß auch Kluge. Aber das ist die Idee. 1939 im Container gespielt. Das muss ich Sat.1 sichern. Wir haben doch genug Sendeplätze. Nein. Wo andere Sachen mal ursprünglich glaubt. So, jetzt geht's weiter. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die SZ von letzten Freitag. Richtig. Und da haben wir etwas gesehen. Da können wir doch helfen. Schauen Sie mal hier. Haben Sie das gesehen? Das ist das Foto der aktuellen Parteivorsitzenden der CDU, Angela Merkel. Ja, genau so ist es gemeint. Und dieses Bild hat die CDU selber rausgegeben, der Generalsekretär Laurenz Mayer, weil er gesagt hat, die CDU hat momentan finanziell ein bisschen Schwierigkeiten. Sie wissen, da ist die eine oder andere Schuld noch vom Großvater zu bezahlen. Und die CDU hat kein Geld für teure Wahlkampagnen, denn der nächste Wahlkampf kommt bestimmt. Und sie bittet junge, dynamische Werbeagenturen, den Wahlkampf für die CDU und die Werbekampagne zu entwickeln. Und da können wir eigentlich mitmachen, denn das können wir. Wir haben alles hier. Kameras, Scheinwerfer, Tonbänder. Und ich würde sagen, wir schreiben mal, an wen muss man schreiben? An Herrn Laurenz Mayer. An Laurenz Mayer, ja. Ist der Generalsekretär. CDU-Geschäftsstelle. Haben wir die Adresse von der CDU hier? Ja. Wie ist die? Klingelhöfer Straße 8 in 10785 Berlin. Schreib mal bitte. Schreib mal bitte. An die CDU. An die CDU. CDU groß und nicht in Anführungszeichen. Klingelpütz, wie war das? Klingelhöfer. Erstmal Laurenz Mayer, oder? So. Zu Händen Laurenz Mayer, Generalsekretär. Vielleicht fett gedruckt, Generalsekretär? General, Großbuchstaben und fett. Ja, muss ich erstmal mal. Generalsekretär? Moment, fett. Geht alles per Computer, muss man die richtigen Tasten finden. Ja. Das ist jetzt anders. Ich weiß auch nicht, wie es geht, ja? F? Einfach nur F? Nein. Da
Deutschlandsekretärin schreien auf. Ah ja, da. Ja. F. Hesse beleidigen, aber nicht wissen, wie man Generalsekretär fett wird. Ja. Ist jetzt fett. Hass es. Ja. Ja, fett, hey. So, Generalsekretär. Klingelhöferstraße. Klingelhöferstraße 9 bis 40, oder wie? 8. 8. Das heißt, der Computer kennt dieses Wort nicht? Genau. Vielleicht haben die gekündigt. Oder aufgelöst? Oder wie? Ja? Nein, so Straße. 10, 7, 8, 5, Berlin. Berlin. Berlin, dein Gesicht. Hat schon mal gesprochen. Und jetzt, wir schreiben kurz. Ja. Habe ich jetzt gelesen in diesem Buch über Thomas Bernhard von Karl Ignaz Hennetmeier. Residenzverlag Salzburg, falls Sie es morgen kaufen wollen. Thomas Bernhard hat immer kurz gearbeitet. Hast du gewusst, dass Thomas Bernhard den Salzburger Festspielen das Stück Der Ignorant und der Wahnsinnige verkauft hat, obwohl er nur den Titel hatte? Mhm. Nee. Unvorstellbar, oder? Er hat gesagt, ein Stück, gut, Der Ignorant und der Wahnsinnige, spielen wir. Hatte gar kein Stück, nur den Titel. Ist so, als ob ich zu Sat.1 sagen würde, wir machen eine Show, weiß gar nicht, was ich mache jeden Abend. Lässt sich doch kein Sender drauf ein. Vor allem, wenn er die Rechte an Big Adi hat. Also, sehr geehrter Herr Meier. Ja, hab ich. Wir würden gerne an der Ausschreibung um die CDU-Wahlkampagne mitmachen. Geil, dieses Klappern. Mit freundlichem Gruß. Die Harald Schmidt Show. Kassette liegt in ihrer Zentrale. Und wir haben wirklich schon überlegt, also zum Beispiel einen Vorschlag hätten wir schon für ein Plakat. Und ich finde, das wäre nicht schlecht. Also kostet auch nicht viel. Hier, CDU. Ich bin doch nicht blöd, oder? Engagement. Engagement, gnädige Frau. Das könnten wir auch vielleicht brauchen, wenn unsere große Champagnernacht ist. Ganz genau. Hier bei uns große Champagnernacht, meine Damen und Herren. Wir testen Jahrgangssekte der Spitzenklasse 90er. Ja. Mit einer Sommelier, so heißt das. Hm? Mit einer Sommelier. Und wir waren ja wieder im Museum über die Weihnachtsfeiertage und wir haben Bilder gesehen, meine Damen und Herren, und wir haben uns gesagt, diese Serie 1000 Meisterwerke, das ist so schade, dass die ARD das eingestellt hat, das war leichtfertig, ja, da hat man was gelernt, da hat man mal Bilder gesehen, die man sich selber nicht leisten kann. Warum stellt man das ein? Wir setzen diese Serie fort mit einem Klassiker der Spätrenaissance und Frühgotik, manche sagen auch des akuten Barock, aber sehen Sie selbst. Das Bildnis Mann, der es sich muckelig macht, ist von einer sylphenhaft feinstofflichen Schwingung, die das komplexe Arkanum des Sinns als von den Sinnen untrennbar, wiewohl nicht auf sie reduzierbar formuliert. Es zeigt den Dramatiker Botho Strauß aus der Uckermark beim Schmökern. In der Tat, der sperrige Denker hat es sich schön muckelig gemacht. Die gesamte Textur dampft lauwarme Sonntagsbehaglichkeit. Lediglich die billige IKEA-Ottomane weist auf den Kulturpessimisten hin. Die bequemen Sportslipper mit Krebssohle hat Strauß abgestreift. Die nunmehr lediglich bestrumpften Füße kommen auf einer watteweichen Heimdecke zu liegen. Der Betrachter ahnt förmlich, wie Bothos Quanten riechen. Hinter dem Beistelltischchen entdecken wir eine Flasche Weinbrand. Ein Glas findet sich nicht. Strauß gibt sich den Fusel direkt aus der Flasche in den Kopf. Respekt. Sein Gesicht verrät nicht, wie viel Alkohol er schon verwaltet. Er wirkt versammelt und hochkonzentriert. Der Betrachter stellt sich natürlich die Frage, was Botho da eigentlich liest. Tja, der Räuber Hotzenplotz. Für einen bohrenden Mahner und radikalen Untergangspropheten ein ganz schön schwaches Bild, Herr Strauß. Guten Abend. Meine
Erster Gast heute Abend, eine strahlend schöne Frau, eine liebe Freundin von mir, die mich 2 Jahre lang nicht besucht hat, denn sie hat wahrlich anderes zu tun. Sie stand mit den Großen vor der Welt, vor der Kamera. Herzlich willkommen, Veronika Ferres! Setzen. Harald, die Wehen kommen jetzt schon alle 2 Minuten. Wir haben nicht mehr viel Zeit, also wir müssen uns beeilen. Ja, ich lasse eine Wanne reinschieben, da kannst du dich reinsetzen. Okay. Und ist der Muttermund schon geöffnet? Ich habe ihn noch nicht gefragt. Das hört man. Ja. Aber das ist ja wirklich... ein bisschen schneller, Harald. Ja, das ist ja wirklich schnell gegangen. Als ich die kürzlich bei meinem Freund Bio gesehen habe, da war noch gar nichts zu merken. Und jetzt ja, also ich bin jetzt im 13. Monat schwanger. Ja. Und ich bin ein bisschen beunruhigt, man sieht ja noch gar nichts, aber... Es wird eine Giraffe, weiß ich seit gestern. Wirklich wahr? Nein, Elefant, Entschuldigung, wir ziehen auch um nach Rüsselsheim. Aber das habe ich dir mitgebracht, damit du endlich weicher sitzt. Das ist aber süß. Ist das ein Kissen, was so ein Geräusch von sich gibt? Das ist ja schließlich eine Comedy-Show. Nein, das habe ich aus deiner Garderobe. Ja? Solche Kissen haben wir da? Ja. Sind die nicht schön? Ist aber nicht schlecht. Muss nur auf die Sicherheitsnadel aufpassen. Ja, das mache ich schon. Ich mache mir das hier ins Kreuz, weil man als Mann, man fiebert ja mit bei einer Schwangerschaft. Ja? Weißt du? Ja. Ist dein Partner nicht mit bei den Kursen, wo man sich so wälzt und macht und so? Haben wir noch nicht angefangen, aber sehr interessant. Erzähl mal. Man legt Mozarts CDs auf den Bauch, damit und das Spieluhren, Kind und Spieluhren und so weiter. Und damit das Kind, das wird ja schon alles im Mutterleib geprägt. Das hört dich jetzt auch? Ja. Bitte sei anständig. Ja. Okay. Warum haben wir noch keine Aufnahmen vom Fötus gesehen? Du, die mögen keine Elefanten und Giraffen. Als junge Mutter, ja, ist mir da heute... Ich meine, du kommst ja eigentlich mit der ganzen Nummer... Du kommst natürlich nicht an der Presse vorbei. Heute Abend sieht uns keiner. Ja? Aber jetzt ganz im Ernst, ich hätte nichts erzählt von der Schwangerschaft. Ich habe es, weil ich in Filmarbeiten steckte, weil ich am Residenztheater in München Vorstellungen hatte und weil Leute anfingen zu tuscheln, darüber zu reden, die Kostüme passten nicht mehr. Die ist doch und wenn man eine Schwangerschaft aber nicht sehen würde, dann würde ich es bis nach der Geburt nicht sagen, weil das gehört zu meinem Privatleben, das hat mit dem nichts zu tun, denke ich, warum die Leute ins Theater gehen oder die Filme anschauen. Ja. Und man eine Schwangerschaft sieht, wie du gesehen hast, musste ich da irgendwann damit raus. Natürlich, man ist ja sogar verpflichtet, das dem Arbeitgeber bekannt zu geben. Prost. Bei mir stehen täglich Schwangere, auch Frauen, im Büro und sagen, Chef, ich bin schwanger. Und was machst du dann? Fragst du dann von mir? Nein, das geht nicht. Never put your pencil in the company's ink. Oh. Ja. Oder wie man bei Viva sagt, Ficken im Haus kommt raus. Hat bei Viva hier in diesem Sessel die kleine Viva-Schlampe. Ich hoffe, es wird schwerhörig. Aber dein Partner hat ja mit dieser verlotterten Branche, in der wir unser Brot bitter verdienen müssen, zum Glück nichts zu tun. Bedingt. Bedingt. Durch mich jetzt mehr, aber... Warst du schon schwanger? Nein, da warst du nicht schwanger, als du mit Departieu gedreht hast. Nee, also 13 Monate, wie gesagt, trage ich jetzt. Und, aber das wäre dann 26 Monate. Das wäre zu viel. Und dann wäre es, glaube ich, ein Dinosaurier geworden. Mit Departieu hast du zum ersten Mal gedreht? Ja. Auf Englisch oder Französisch? Beides. Wir haben einen Zweiteiler fürs amerikanische Fernsehen gemacht und einen Vierteiler fürs französische. Ja. Und zuerst haben wir auf Englisch gedreht. Und wenn es dann sauber war, wenn es okay war, sofort die französische Version. Kommt man da nicht durcheinander? Nee. Departieu spricht auch Englisch? Ja, sehr lustig. Ja? Mit so Akzent, ja. Und John Malkovich spricht auch Französisch? Ja, der wohnt in Frankreich und spricht ziemlich gut Französisch. Den kanntest du schon vorher, ne? Mit dem habe ich 2 Jahre vorher in Kanada und Amerika einen Film gedreht mit der Greta Scacchi, eine Dreieckskomödie. Und den kannte ich schon, ja. Wie ist der wirklich so wahnsinnig? Ich habe diesen Film da gesehen, Being John Malkovich. Er hat einen fantastischen Silberblick. Man weiß nie genau, wen er anschaut. Ja. Das ist sehr charmant und er ist ein grandioser Schauspieler, von dem man sehr viel lernen kann. Und so privat? Ich meine, leert er sich heißen Kaffee über den Kopf, um in Stimmung zu kommen? Oder unheimlich still, zurückhaltend, unscheinbar. Wirklich? Macht seine Arbeit ganz sauber. Ist sehr gut befreundet mit Depardieu. Die zwei haben immer... Quatsch gemacht, haben immer rumgeflaxt und sich gegenseitig durcheinander gebracht beim Drehen. Aber genau das Gegenteil von dem, wie das Geschehen in der Presse bekannt ist. Ja. Ist es nicht toll, da in Paris wochenlang zu drehen? Doch, war schon schön. Wie lange wart ihr in Paris? In Paris waren wir 1,5 Monate, insgesamt 4 Monate Dreh. Und ich habe... Nur so kurz? Wo wart ihr dann? Dann waren wir in der Tschechei, in Prag. Ein Traum. Und bis polnisches Hinterland.
Ah, wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, aber das ist doch toll als Schauspieler, wenn man so rumkommt, oder? So bei minus 20 Grad in Hotels, wo keine Heizung mehr geht, wo ist kein fließend so? Wasser war. Ja, ja. Also, und das waren teilweise Bedingungen, das war abenteuerlich. Da konntest du mit der Kneifzange noch nicht mal die Türklinke öffnen. Das verbindet aber, das schließt irgendwie das ganze Team zusammen. Also es war und das Stück heißt ja auch Les Miserables, genau, und nicht so Reich und Schön. Ja. Und es ist eine tolle Rolle, was du spielst, nämlich diese Wirtin. Ja. Hast du mal das Musical gesehen? Ja. Und ich finde, das ist ein tolles Paar im Musical, der Wirt und die Wirtin, die haben dieses tolle Lied da, Master of the House, wo die dann so tanzen und auf den Tischen. Ihr seid aber natürlich böse in diesem Stück. Ich darf da eine Rabenmutter spielen und habe mir nach dieser Rolle gedacht, ich versuche es im wirklichen Leben mal, ob ich es besser mache. Ja, ihr versteckt nämlich ein kleines armes Mädchen oder nicht? Richtig, das Findelkind, also ich schlage das Kind auch. Wir missbrauchen das Kind, um von der Mutter, die selber sehr arm ist, ja, Geld herzupressen, rauszupressen. Und gaukeln der vor, dass wir hervorragend uns um das Kind kümmern. Dabei kriegt es nichts zu essen und wird behandelt wie die letzte Sklavin. Aber das hat sich Victor Hugo so ausgedacht. Ja, weil wir sind die Bösen, der Gegenpol zu der Rolle von Depardieu. Ja, ach so, der ist natürlich mal wieder gut, klar, der besteht drauf. Ja, der ist am Anfang böse und macht dann so eine Läuterung durch. Ja. Wir werden nicht geläutert. Wir sind liebend in unserer Familie, beschützen unsere Kinder über alles. Da wir aber auch in den Abwässerkanälen von Paris gedreht haben und zwischen Ratten diese Thénardiers leben mussten in der absoluten Armut, die man sich nur vorstellen kann, ist es auch irgendwo verständlich. Und es sind in unserem Film nicht nur böse, abgrundtiefe Monster, sondern man begreift, warum die aus der Not sich so verhalten. Schick's, damals gab es ja noch keine SPD, die Armen irgendwie gerettet hätte oder so. Nee, und jetzt sagen wir mal, die Rolle von Malkovich ist auch toll, der böse Polizeichef von ja, Paris. Ja, tolle Rolle. Also, ein Ausschnitt, meine Damen und Herren, Victor Hugo, Les Miserables, Veronika Ferres als nicht nur böse, von der Not gepeinigte, zwischen Ratten lebende Kanalwirtin oder in den Kanälen von Paris lebende, ein Stück Wasser. Geht's? Ratte. Ja, Ratte. Les Miserables, ein großer Ausschnitt. An deine Tochter schreiben. Ja. Und dann kommt eine Rolle, um die dich natürlich viele, viele beneiden werden. Und ich beneide dich auch, obwohl ich natürlich die Rolle nicht spielen die könnte. Die Mutterrolle? Nee, könntest du nicht spielen. Nein, ich meine die Buhlschaft beim Jedermann in Salzburg. Ist das nächsten Sommer oder das Jahr drauf? Das ist nächsten Sommer. 2001. Dann ist das Kind schon ein Jahr alt. Ach so, 2002. Die Giraffe, der Elefant. 2002, ja. Die Buhlschaft im Jedermann, das ist wirklich eine ganz tolle Rolle. Ich habe den Jedermann gesehen vor vielen Jahren mit Kurt Jürgens als Jedermann und Senta Berger als Buhlschaft. Toll. Das ist faszinierend. Und du spielst die Botschaft, wer ist der Jedermann? Der Peter Simonicek. Toller Schauspieler, ja. Burgtheater. Ja. Weißt du, wer den Tod spielt und so? Ist das auch nee, das steht alles noch nicht fest. Dass ich die Botschaft spielen darf, steht auch erst seit ein paar Wochen fest. Der Jürgen Flimm übernimmt die Intendanz. Für mich einer der größten Theatermacher. Freund von Otto Rehhagel. Wirklich? Ja, vergiss, Otto Rehhagel, nie zu erzählt, dass mein Freund, mein Freund Jürgen Flimm. Ich glaube, dass Flimm begeistert ist, wenn er es immer wieder hört, weil man so viele Freundschaften gehen kaputt. Und der macht diesen, der wird nur, Jedermann! Und Jedermann lässt es krachen. Ist im Grunde so ein Lebemann eigentlich. Ist eine große Parabel aufs Leben, ja, von Hugo von Hofmannsthal. Und sehr aktuell, weil es einfach mit der eigenen Auseinandersetzung, mit Vergänglichkeit, mit Liebe, mit Sehnsucht nach Leben zu tun hat. Tolle Rollen drin. Schluss kommt der Tod und holt ihn. Das habe ich mal gesehen mit Martin Benrath. Ja, der war auch der Tod, als ich es gesehen habe. Ganz genau, echt? Und, ja, und Helmut Lohner war, ich glaube, der... Gerd Voss hat es auch gespielt. Hat auch gespielt. Aber nicht die Botschaft, sondern... Nein, da war die Botschaft Sophie Reuss. Mhm. Ja, und es ist ein ganz tolles Stück. Es wird immer dunkler im Verlauf des... Ja. Wie in Augsburg, aber da wurde der Strom schwach. Aber da ist es, weil die Sonne untergeht. Und das ist natürlich symbolisch. Es ist ein grandioses Umfeld und das größte, ja, das europäische... Theatertreffen, Theaterfestival, was es gibt. Und für mich ein absoluter Traum, dass ich das im deutschsprachigen Theater spielen darf. Ja, das ist toll. Das geht, da geht nichts drüber. Also auch in dieser Kulisse. Kommst du auch? Ja. Kommst du uns besuchen? Kommst letztes Mal, da muss ich am Campingplatz Schlange stehen, um noch eine Karte zu kriegen. Ja, 70 Schilling, Stehplatz hinten. Aber nein, da möchte ich Reihe 1 sitzen. Okay, mit Bundespräsidenten und so weiter. Küss die Hand, Servus. Und mit Otto Rehhagel. Ganz vorne, mit Otto Rehhagel links und Beate Rehhagel rechts. Gut. Und Ramsi hinter mir. Also der Libero, den die beiden entdeckt haben. Ach so, ich dachte, das wäre der Hund. Nein. Froni, ich darf das sagen. Ja. Alles Gute.
Wir werden es. Muss ich schon gehen? Ist schon Schluss? Nein, aber ich will dich schonen. Jetzt kommt doch gleich Harry. Ach so, okay. Hm? Ja, ich mache. Ihr habt euch draußen schon angefreundet. Alles Gute. Danke. Für das Kind. Tschüss. Der Geburtstag ist, sie hat es mir vorher verraten. Toi, toi, toi. Nimm noch einen Schluck Wasser. Darf ich es mitnehmen? Ja, danke. Nimm es mit. Und wir schauen es an. Les Miserables. Ja? Würde ich mich sehr freuen. Und das Sonntag, ist eine tolle Montag, Sache. Die Botschaft. Dienstag? Und vorher kommt ja noch von Dr. Breloa. Dr. Brilleur, kommt noch der Thomas Mann. Diese Manns, Film, eine Comedy. Mit Armin Müller-Stahl. Mit genau. Armin Müller-Stahl. Das kommt im Herbst. Im Herbst. Also wir sehen und da kommt noch ein Film, Bobby. Bobby, das Bobby. Ist mit Bobby. Aber da komme ich dann nochmal her. Da kommst du nochmal, ja? Und bring doch Bobby mit. Ich muss jetzt gehen, ja? Weil, Boni, pass auf dich auf. Tschüss. Servus! Das ist die CD meines nächsten Gastes, die Ende des Monats erscheinen wird, meine Damen und Herren. Mir kann keiner was. Der Publikumsliebling aus dem Big Brother House. Herzlich willkommen, Harry Schmidt! Ich habe es nicht gewusst. Nimm Platz, bitte. Danke. Nimm Platz. Und das ist wirklich, du heißt Harry Schmidt. Ja, ja klar. Und das ist, komischerweise, seit diese Show macht, sagt keiner mehr Harry zu mir, aber 30, 35 Jahre lang war mein Spitzname auf der Schule überall Harry. Ja, ich dachte, mein Papa hat das mitgekriegt, dass du Harald heißt, hat er gesagt, nimm lieber Harry denn. Ja, aber stell dir so einen Zufall vor und ich wusste gar nicht, dass du Schmidt heißt. War das zu Big Brother Zeiten, wurde das gar nicht so bekannt gegeben, oder? Ja, da sollte man das auch, glaube ich, gar nicht. Ja, aber eben. Jetzt im Grunde ist es ja auch egal. Ich muss noch was Medizinisches fragen. Ich habe mit großem Interesse gelesen, du hattest Probleme mit der Speiseröhre, also mit Sodbrennen und Magen. Ja, vor ein paar Jahren mal. Da habe ich noch viel Schwein gegessen, aber ja? Jetzt esse ich viel Fisch und dann geht das. Und das ist wirklich weggegangen? Das ist weggegangen. Das hast du mal untersuchen lassen oder wie? Oder ist von alleine? Nö, haben wir so getestet und... Wenn man dich so sieht, man glaubt es kaum. Es ist ja doch immer wieder eine andere Wirkung als im Fernsehen. Wir hatten ja auch schon Alida hier du weißt schon, wen ich meine. Die anderen alle. Die anderen alle. Uschi und Heinz. Und, ja. Und wenn man dich gesehen hat, man hatte den Eindruck, teilweise wir auch, der liebe Harry, der hat also diese ganzen 6 oder 7 Wochen dasselbe T-Shirt an und dieselbe Hose. Ja, habe ich heute noch extra wieder angezogen hier. Ja, und Alida das hat uns Original. Gesagt, du hast einen Koffer voll 20 schwarze T-Shirts. Ja, mindestens. Ich habe sogar nach dem Alex hier 5 geschenkt, also, weil ich hatte so viel davon und er hatte keine mit. Ja. Fast nicht so viel. Ja, hat ein paar abgekriegt, ja. Also das war gar nicht so. Die Leute haben gesagt, dieser Harry, der hat nur ein bisschen, also duschen ist nicht seine Welt und so. Aber das war nicht so, oder? Ja, 2-mal am Tag habe ich geduscht, ja, denke ich. Oder einmal mindestens. Ja. Und immer kalt, damit ich ein bisschen Zeit dazu hatte, weil das warme Wasser, es tut mir auch nicht gut. Und klär das noch auf, was war das mit dem Slip von Alida? Den Slip von Alida, ja. Ja, eine feine Sache. Slip von Alida. Ich ging so durchs Wohnzimmer, sehe dann Slip liegen. Ist ja auch ungewöhnlich, wenn man so einen, habe ich ihn dann so genommen. Bin durch den Raum, also durch die Gegend gelaufen, habe gefragt, wem gehört der? Keiner war das. Und dann kam ich ins Badezimmer, sagte Alida, das ist meine. Dann habe ich nur so dran gerochen, habe gesagt, oh, ist ja zum Glück gewaschen. Ja. Und das war eigentlich alles. Mehr war nicht. Und leider nicht, nee, also. Wär Aline eine Frau gewesen für dich im Container? Nein. Nicht. Wäre jemand dabei gewesen für dich im Container? Also mit Hanke habe ich mich wunderbar verstanden, das war ein ganz nettes Mädchen da drin. Ja. Und Linda war auch eine klasse Frau eigentlich so, aber sexuell oder so eigentlich nicht. Da habe ich eine gute Frau zu Hause. Wirklich? Da warst du auch nie gefährdet? Nö, gar nicht. Man konnte teilweise den Eindruck haben, dass da schon so eine gewisse fiebrige Bereitschaft da gewesen ist, jemanden kennenzulernen. Aber nö, das wirkt dann vielleicht auch nur so. Ja. Das sieht ja auch so aus, als wenn ich jemanden hauen würde oder so. Aber sowas tue ich nicht und das andere auch nicht. Ist es wirklich so? Du hast ja so das Image gekriegt, also der Brumm-Daddy und der gemütliche Harry, das ist eher so. Aber wenn man dich nicht kennen würde und sieht diese Tattoos und so, sagt man schon. Kann also, ich auch so nicht sagen. Ich bin, wie ich bin und so muss man nicht verbrauchen. Wie ist das mit zu Hause? Ihr habt 7 Kinder. Ja, so ungefähr, ja. Was heißt das? Ja. Ihr habt 7, weil du sagst ungefähr. Na, wir haben nicht 7 Kinder. Also meine Frau hat 4, ich habe 2 und ein Pflegekind. Ja. Ganz einfach. Gut, aber die leben alle bei euch, ja? Die leben alle. Eins nicht. Der älteste Sohn von Gerti lebt bei seinem richtigen Vater. Richtigen Vater und der lebt es mit deiner früheren Lebensgefährtin. Genau, ja, wir haben ja mal, das wisst ihr ja auch inzwischen alle, ne? Ja. Kleine Geschichte. Da haben wir uns mal so getroffen und fanden, ach, wir passen andersrum viel besser zusammen. Ja. Ja. Und er sagte... Das finde ich aber erstaunlich, das funktioniert. Nur ist das ja so, dass wir ganz frisch verliebt sind. Das sind erst 7 Jahre jetzt und die ging das ganz gut bis jetzt. Aber da muss man sehen, da können Sie mal unsere Promis ein Beispiel nehmen, oder? Da sagt man, trifft sich und natürlich, es passiert auch in den Promikreisen, aber da gehen die Männer dann zusammen weg und so. Und hier ohne Fisher Island, ohne teure Zahlung und so ja, weiter. Ja, natürlich. Nee, es ging ganz prima. Wir verstehen das auch so noch ganz gut. Also meine Ex-Frau, meine Frau und wir treffen uns ab und zu mal. Der lässt sein Auto bei mir reparieren und so. Ja, es klappt alles ganz gut. Das ist beneidenswert.
Ja, finden wir auch. Das glaubt zwar nicht immer, also manche denken immer, da ist ein Haken dran. Und auch die Kinder können hin, wo sie wollen und wann sie wollen. Ja. Und kann also, wie gesagt, beneidenswert, gibt es nicht allzu häufig. Das hier ist, ja, kann man schon sagen, dein Einstieg ins professionelle Showgeschäft, oder? Ins professionelle, ja, richtig. Ja. Ich mache schon ein paar Jahre Musik. Ja, wie heißt, hast du da eine Band? Ja, ich hatte, also hab die Runter Verschlosser-Band, ja, mit der habe ich immer Mucke gemacht bis jetzt. Ja. Aber die haben jetzt keine Zeit mehr im Moment. Die haben alle ihren festen Job und wissen noch nicht so genau, was passiert. Und wir haben uns dann so geeinigt, dass ich es erstmal so mit einer anderen Band jetzt probiere. Was ist das für eine Musik, für eine Richtung? Status Quo ist das so in der Richtung. Und wirklich, ist das deine Band, ja? So von der. Ja, klar, super. Ja. Das ist also hier, die CD ist auch eine ehrliche Sache. Also das, mir kann keiner was, das ist ein Gesample, also das ist nachgespielt. Aha, und ein Status Quo-Titel? Und der zweite Titel drauf ist, das ist von mir ganz alleine. Also das ist von ein altes Stück von mir, was wir jetzt neu aufgenommen haben. Ja. Damit die Leute auch wissen, dass das wirklich funktioniert und wie es wirklich war. Ja. Denke ich mal. Und geht ihr auch auf Tournee? Oder? Ich bin für alles offen, klar, wenn was geht. Hast du Status Quo schon mal getroffen? Noch nicht, aber vielleicht habe ich da die Gelegenheit durch. Das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, oder vielleicht mit einer Nummer im Vorprogramm. Die sind ja demnächst auch. Ich mir zwar die Haare so ein bisschen nach hinten binden. Und ja, und du hast eigentlich für Status Quo noch erstaunlich viele Haare, ne? Ehrlich? Ja, weil bei denen ist ja zwar hinten dieser Pferdeschwanz, aber oben wird bei schon. Bei dir könnte schon. Nee, auch nicht. Naja, aber mit dem Grauen so, aber bei dir, bei denen wird schon relativ schütter. Ja? Ja, bei mir auch schon. Also ich hatte ja nichts. Ein bisschen mehr. Ja, gut, aber mit jedem Tag Haare waschen ist auch nicht gut, weißt du? Vor allem mit dem kalten Wasser war nicht so gut, das stimmt. Geht viel weg. Wir haben hier zufällig eine Wandergitarre für dich bereitgelegt. Und das ist ja das Schöne, du bist ja natürlich wie alle Leute, die Hobbymusiker sind, in der Lage, wirklich live zu spielen. Ja? In welcher Tonart spielst du es? Harriart so. Ich meine, wie ist denn der erste Griff? Der erste Griff ist ein G. Ein G. Ich spiele jetzt einfach mal was anderes, nicht, dass mir kann keiner was, ja? Denn das sollen die Leute ja kaufen, die wollen die es gar nicht mehr haben, wenn ich das spiele. Mir kann keiner was, ist die Coverversion von welchem Titel? Das ist von Wanderer. And the Wanderer. Genau. Aber ich spiele mal ein Lied jetzt für dich extra, das habe ich auch schon mal im Container gespielt, du kannst ja mal zuhören. Nimm dich bloß nicht so wichtig, ich krieg das wieder hin. Nimm dich bloß nicht so wichtig, ich bleibe wie ich bin. Ihr könnt auf mich einreden, ihr werdet's nicht verstehen. Ich werd meinen Weg gerade weitergehen. Ein Mädchen sagte zu mir, du musst dich mal rasieren. Und von deinen Funden musst du was verlieren. Ich trage gerne Leder und bin auch tätowiert. An meinem dicken Körper wird nichts epiliert. Nimm mich bloß nicht so wichtig, ich krieg das wieder hin. Nimm mich bloß nicht so wichtig, ich bleibe wie ich bin. Du kannst auf mich einreden, du wirst es nicht verstehen. Ich werd meinen Weg gerade weitergehen. Alles toll. Wann kommt die raus? Ende Januar. Ende Januar, Anfang Februar. Ja. Mir kann keiner was für alle Status Quo-Fans. Harry. Ja. Schönen Dank. Ich drücke dir die Daumen. Auch, dass das mit der Platte sich einigermaßen gut verläuft. Vielleicht klappt es wirklich mal mit dem Treffen mit Status Quo. Ja, ja? Möglich ist alles. Wäre eine schöne Sache. Aber ansonsten, du wirkst rundum zufrieden und gehst zurück in deinen ursprünglichen Job und dein eigentliches Leben. Also, kein Problem. Mal gucken, was passiert. Und wenn es nicht geht, dann schlosser ich wieder. Ja, ist doch wunderbar. Wenn du mal ein kaputtes Auto hast, dann bringt es das. Weiß ich wohin. Wo ist die Werkstatt? So bei Flensburg. Ja, das lohnt sich. Im schönen Norden. 500 Kilometer, was von hier fahre ich hoch. Aber dann können wir auch mal einen richtigen Lachs essen. Vielleicht hast du noch nie einen richtigen gegessen. Doch, ich glaube schon. Da bin ich eigentlich ziemlich verwöhnt. Ehrlich? Ja. Wieso fängst du die da oben? Da gibt es keine Lachse. Ja, dann wüsstest du auch, warum man nicht so gerne Schwein ist, wenn man richtig Fisch fängt. Ja, das weiß ich, das ist richtig. Aber wir wollen keine schweinefeindlichen Tendenzen hier in der Show. Nein, ich bin liebe Schweine. Also. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass man im Allgäu zum Beispiel umstellt von Kühen auf Lachs. Ja, Lachszucht die sind auch nicht so laut, vor allen Dingen. Ja, und sie schwimmen gegen den Strom, wie auch unsere Politiker. Mein Gott, sind das Überleitungen. Mein Lieber, danke dir. Alles klar. Alles Gute. Harry Schmidt, meine Damen und Herren, morgen Abend Jasmina Filali und Jörg Brümmer. Dankeschön, gute Nacht.